Ich habe Fliegenpilze genommen, damit ihr das nicht machen müsst. Krass. Der Fliegenpilz ist der wohl bekannteste Pilz überhaupt. Ob als Glückssymbol, Spielzeug oder Luxus-Modekollektion. Der Fliegenpilz ist echt überall und erscheint sogar, wenn man das Wort Pilz in die Emoji-Suche eingibt. Bei Super Mario lässt einen der Fliegenpilz auf die doppelte Größe anwachsen und auch bei Alice im Wunderland wird von einigen vermutet, dass Alice eigentlich die ganze Zeit einen Fliegenpilzrausch erlebt. Dabei lernt man doch schon als Kind, dass der Fliegenpilz super giftig und sogar tödlich sein soll, oder? Immer mehr Menschen berichten aber von ganz anderen Effekten. Dann habe ich den Fliegenpilz als Alkoholersatz konsumiert. Er hat mir mein Ego gestärkt, deswegen nenne ich es gerne das Kokain des Waldes. Ich frage mich, wie der Fliegenpilz wirklich wirkt, wie sich so ein Rausch anfühlt und welche Risiken der Konsum mit sich bringt. Deswegen mache ich das Selbstexperiment und werde selbst einen Fliegenpilztrip erleben. Dieses Video dient zur Aufklärung. Ich rate euch ausdrücklich dazu, Gezeigtes nicht nachzumachen. Solltet ihr es doch tun, achtet bitte unbedingt auf Safer-Use-Regeln und informiert euch ausführlich. Der Fliegenpilz oder auch Amanita muscaria wird vermutlich schon seit Tausenden von Jahren gebraucht. Es gibt eine Menge umstrittener Theorien und Mythen über den Fliegenpilz. Der britische Sprachwissenschaftler John Allegro hat zum Beispiel die Theorie aufgestellt, dass Jesus kein Mensch, sondern ein Fliegenpilz war. Are you really seriously suggesting that Jesus Christ was a mushroom? Yes, the stories of the New Testament contain certain incantations, certain magic names, which were really the names of the mushroom. Auch die Ursprünge des Weihnachtsmanns lassen sich der Ansicht mancher Forschenden nach auf schamanische Fliegenpilzrituale zurückführen. Und laut der germanischen Mythologie entstehen Fliegenpilze 9 Monate, nachdem Wotan in der Nacht der Wintersonnenwende auf seinem Pferd durch die Wolken geritten ist. Unbestritten ist allerdings, dass die Wirkung des Fliegenpilzes von sibirischen Schamanen genutzt wurde und er in Notzeiten auch in einigen Regionen nach entsprechender Zubereitung als Speisepilz auf den Teller kam. Der Fliegenpilz und die enthaltenen Wirkstoffe sind in Deutschland übrigens nicht verboten. Ich bin gerade auf dem Weg in den Schwarzwald, um Vanessa und Norman vom YouTube-Kanal Buschfunkistan zu treffen. Die kennen sich nämlich super gut mit Pilzen aus und haben auch schon Erfahrungen mit Fliegenpilzen. Und wir machen heute gemeinsam eine kleine Pilzwanderung, um Fliegenpilze zu suchen. Hallo. Hi. Moin. Ah, Tag. Tachchen. Hi, schön euch zu sehen. Wie häufig findet ihr tatsächlich Fliegenpilze? An sich ist es schon ein sehr verbreiteter Pilz. Es kommt drauf an. Hier siehst du ja schon die Heidelbeeren im Hintergrund. Die zeigen uns an, dass der Boden nährstoffarm ist und auch sauer. Und das sind die Bedingungen, die Fliegenpilze brauchen. Dann bin ich gespannt, ob wir heute was finden. Was ich mich auch gefragt habe, ist, kann man Fliegenpilze eigentlich irgendwie züchten? Nee, kann man nicht. Also der braucht die Bäume als Symbiosepartner. Züchten an sich geht nicht. Boah, ist echt gar nicht so einfach, was zu finden. Hier ist halt alles voll mit irgendwelchen Sachen, aber ich sehe keine Pilze. Eigentlich ist es um diese Jahreszeit sehr, sehr einfach, Fliegenpilze zu finden, aber dieses Jahr ist es halt schon echt trocken. Verdammt, ja. Zu viel Sonne im Moment. Naja, schauen wir mal weiter. Während wir hier nach Fliegenpilzen suchen, stelle ich euch mal kurz den Sponsor des heutigen Videos vor und das ist BookBeat. Bei BookBeat findet ihr insgesamt über 800.000 Hörbücher, Hörspiele oder E-Books, also von Romanen über Fantasy bis hin zu Sachbüchern, ist echt für jeden was dabei. Sei es das Handbuch Pilze, falls ihr selber mal Pilze sammeln wollt oder auch das hier, falls ihr euch speziell für Zauberpilze interessiert. Aber auch sowas wie das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, von Finanzfluss, das ich vor kurzem gehört habe. In der App könnt ihr die Bücher nicht nur streamen, sondern auch herunterladen, falls ihr sie auch in einem Wald oder an einem anderen Ort hören wollt, wo es vielleicht nicht ganz so gutes Internet gibt. Und ihr könnt euren BookBeat-Account mit bis zu 4 weiteren Familienmitgliedern teilen. Auf bookbeat.de/tomatolix könnt ihr BookBeat jetzt für 2 Monate lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Jetzt hört man ja als Kind immer, dass der Fliegenpilz super giftig ist. Ist der Fliegenpilz ein giftiger Pilz? Definitiv. Vor allen Dingen, wenn man ihn jetzt so roh und frisch essen würde, wie er ist, dann würde man nach 1 oder 2 Stunden Vergiftungssymptome bekommen. Das kann Übelkeit sein, Koordinationsstörungen, Kreislaufprobleme. Aber kann man auch daran sterben? Uns sind jetzt keine Todesfälle bekannt vom Fliegenpilz. Es gibt aber ja den Pantherpilz, der hat die gleichen Inhaltsstoffe wie der Fliegenpilz, nur wesentlich höher konzentriert. Und bei dem gibt es schon durchaus Todesfälle oder zumindest auch sehr ernste Vergiftungsfälle mit Koma im Krankenhaus und solchen Geschichten. Also das heißt, es gibt auf jeden Fall schon sehr giftige, gefährliche Pilze? Ja, es gibt durchaus ziemlich giftige Pilze. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel der spitzgebuckelte Raukopf. Das ist ein besonders fieser Giftpilz. Du isst vielleicht ein paar davon, merkst nichts, denkst, super Pilzmahlzeit. Und dann so 2 Wochen später stirbst du. Ah, krass.
Also das kann passieren bei Pilzen. Das kann passieren. Also es gibt wirklich gefährliche Giftpilze. Oh, da leuchtet schon rot. Oha. Das sind die ersten. Das hier? Das ist doch ein Fliegenpilz, oder? Das ist er. Jawohl. Oh, richtig märchenhaft. Ein kleiner, süßer Fliegenpilz. Trolliger. Okay, ist das jetzt irgendwie gefährlich, den anzufassen? An sich ist er nicht kontaktgiftig. Was passieren kann, der hat ja so diese kleinen Flocken zum Beispiel, die sind so ein bisschen klebrig. Und wenn du den anfasst, dann bleiben die vielleicht an deinen Fingern kleben. Und wenn du dir dann irgendwann in einer Stunde so unbewusst in den Mund fasst oder so, dann kann es halt sein, dass du dann ein bisschen Fliegenpilz dir gerade appliziert hast. Pflück ich den jetzt hier mal. Ja. So, da haben wir den. Ein kleiner, schöner Fliegenpilz. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's, oder? Ich glaube, da vorne ist schon direkt der nächste. Und den können wir jetzt mitnehmen oder würdet ihr den noch stehen lassen? Nö, den können wir mitnehmen. Ja, gerade so junge sind natürlich oft noch besonders gut, weil sie noch nicht von Maden befallen sind und so und noch sehr frisch sind, ja. Der sieht auf jeden Fall süß aus. Oh, der ist ja auch richtig traumhaft. Wie man sich das vorstellt. Ja, jetzt tauchen sie überall auf. So, das ist unsere Fliegenpilzausbeute. Was sind jetzt so die nächsten Schritte, nachdem wir die geerntet haben? Ja, die nehmen wir jetzt erstmal nach Hause mit und dann kommen die ab ins Dehydriergerät und dann trocknen sie da ab. Aber was muss man beachten, wenn man Fliegenpilze als Rauschmittel konsumieren möchte? Das habe ich den Toxikologen Dr. Fabian Peter Steinmetz gefragt. Also grundsätzlich sollte man den Pilz einwandfrei identifizieren können. Dann sollte man Pilze sammeln, die entsprechend noch integer sind, also die jetzt nicht komplett matschig und braun sind und so weiter. Und dann ist natürlich die Zubereitung sehr wichtig. Also gut durchtrocknen, weil während dem Trocknungsprozess verwandelt sich viel von der eher giftigen Ibuprofensäure in das Muscimol. Das ist quasi der berauschende Stoff, den man eigentlich haben möchte. Einige Menschen empfehlen auch, den, ich sag mal, in einem Tee zuzubereiten, der leicht angesäuert ist. Also er wirkt tendenziell eher beruhigend, eher, ich sag mal, mit Alkohol vergleichbar. Wobei natürlich Individuen auch immer gerne berichten, dass halt eher, ich sag mal, sehr lebhafte Träume oder sogar Halluzinationen passieren. Das sollte man natürlich in einer sicheren Umgebung machen und natürlich auch mit Mengen, mit denen man sich nicht überdosiert. Hinter mir kocht gerade der Fliegenpilztee. Das heißt, jetzt gleich geht's langsam los. Und ich muss sagen, so langsam bin ich dann doch ein bisschen aufgeregt. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Irgendwann war der Tee dann fertig und wir haben den schön in drei Tassen verteilt. Wir haben uns dann einfach auf den Boden gesetzt mit unseren Teetassen. Dann ging es im Prinzip schon los und wir haben den Tee getrunken. Ja, ich finde es jetzt nicht besonders eklig. Also ich finde es jetzt auch nicht super lecker, aber ich finde es jetzt auf jeden Fall nicht schlimm. Es hat auch so ein bisschen was Würziges, also wie ja, irgendeine Art von Suppe oder sowas. Nachdem ich den Tee getrunken habe, hat es so ein bisschen gedauert, aber dann habe ich so allmählich die ersten Effekte gespürt. Ich merke jetzt schon auf jeden Fall so eine ganz, ganz leichte Übelkeit, also irgendwie so ein komisches Gefühl im Magen und so ein bisschen was im Gesicht, würde ich sagen. Also so, dass ich auf jeden Fall merke, dass ich irgendwie was getrunken habe. Bei mir wandert das gerade so ein bisschen, die Übelkeit geht gerade ein bisschen weg. Was würdest du denn sagen, wie bereitet man sich am besten auf seinen Fliegenpilztrip vor? Der Fliegenpilz hat eben auch einen Großteil seiner Wirkung im Schlaf. Ja, der macht irgendwann auch mal ziemlich müde und kann sehr traumfördernd sein. Und da wäre es schlecht, wenn man jetzt irgendwo gerade mitten in der Stadt auf dem Marktplatz steht oder so. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz gut, das zu Hause zu machen. Und dann geht es natürlich so ein bisschen, ja, wie fühlt man sich? Ne? Man sollte sich bereit dafür fühlen, ja, nicht zu ängstlich sein, aber natürlich sollte man eine gute Dosis Respekt auch immer mitbringen, ja, ganz, ganz wichtig, also sich da auf gar keinen Fall überschätzen. Ja, gerade wenn man das erste Mal macht, eine nüchterne Person, die so ein bisschen aufpassen kann, dass alles gut läuft und so, ist auch nicht schlecht, ne? Ist jetzt keine klassische Partydroge auch, ne? Die man jetzt irgendwie im Club nehmen sollte oder so. Davon wäre auf jeden Fall abzuraten. Und dann natürlich auch auf lange Sicht muss man auch ein bisschen wissen, dass es keine Langzeitstudien oder sowas gibt, ne? Das heißt, man sollte es vielleicht auch nicht zu oft machen, weil man ja gar nicht genau weiß, was eigentlich passiert, wenn man das jetzt sehr oft und sehr regelmäßig macht. Irgendwann sind die Effekte so ein bisschen stärker geworden. Ich merke das irgendwie so im Kopf und im Körper, irgendwie so ein wohliges Gefühl, so eine Entspannung, aber auch so ein bisschen was wie so ein Alkoholrausch, also dass man wie durch Alkohol so ein bisschen nicht mehr so ganz klar im Kopf ist, sondern alles so ein bisschen verschwimmt und man sich nur noch auf eine Sache konzentrieren kann und die dann so fokussiert ist und scharf ist und alles andere ist so ein bisschen verschwommen. Ich
hatte da noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür, wie jetzt da irgendwie eine interessante Wirkung bei rauskommen soll, weil irgendwie war mir ein bisschen schlecht, ich habe mich ein bisschen schummrig gefühlt, aber das war es auch. Irgendwann haben wir uns dazu entschieden, noch eine Tasse Tee zu trinken, das heißt nochmal in die Küche und nochmal Tee zubereiten. Also hier köchelt gerade unser zweiter Tee und ich muss sagen, jetzt stinkt das richtig für mich. Nachdem ich das einmal getrunken habe, finde ich das schon eklig. Boah, dieser Geruch. Das ist so speziell. Verrückt, eben hat mir das nichts ausgemacht. Ja, es ging mir ähnlich. Also beim ersten Mal war es ganz gut aushaltbar, wie so eine Pilzsuppe. Aber jetzt, allein der Geruch ist schon echt, es ist sehr archaisch. Wie wirkt der Fliegenpilz genau? Also Hauptwirkstoff des Fliegenpilzes ist das Muscimol. Das ist quasi ein GABA-Agonist. Und der führt halt, ich sag mal, zu einer entspannenden, dämpfenden, leicht beeinträchtigenden Wirkung. Fördert Schlaf, intensive Träume, eine gewisse Gleichgültigkeit und Gelassenheit. Ähnlich wie bei Alkohol kann es natürlich auch mal ins Gegenteil steuern. Das heißt, dass man auch enthemmt ist und sich vielleicht auch mal ein bisschen daneben benimmt oder mal auch ein bisschen wütend wird und so weiter. Und die Dauer der Wirkung, die beträgt so 6 bis 12 Stunden. Also es dauert natürlich erstmal 1-2 Stunden, bis eine Wirkung kommt. Und dann hängt es halt so ein bisschen von der Dosis ab. Aber bei, ich sag mal, schweren Vergiftungen kann man auch Effekte noch bis 12 Stunden haben. Dann haben wir die zweite Tasse Tee getrunken und das war wirklich gar nicht so einfach, weil es war wirklich schwer, diesen Tee runterzubekommen. Es wird eine Überwindung, das jetzt hier nochmal zu trinken. Prost, die zweite Runde. Cheers. Okay, dann mache ich das genauso. Ganz ehrlich, trinken. So, letzter Schluck. Nachdem ich die zweite Tasse Tee getrunken habe, habe ich gemerkt, wie meine Übelkeit immer stärker wird. Irgendwie ist dann so ein unangenehmes Gefühl in mir hochgekommen und irgendwann konnte ich es nicht mehr halten und bin dann aufs Klo gelaufen und habe mich schön übergeben. Ja, krass. Also, das Kotzen fühlt sich nicht mega schlimm an. Aber es ist natürlich unangenehm. Also war schon ein bisschen eklig, aber irgendwie war es auch befreiend, weil ja, nachdem alles raus war, ging es mir auf jeden Fall besser. Mit welchen Risiken ist der Konsum von Fliegenpilzen verbunden? Die Symptome ähneln sehr stark einem starken Alkoholrausch und dementsprechend kann natürlich alles, was damit verbunden ist, Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit, Unfälle, also dass man einfach stolpert oder dass man einschläft. Aber auch, das kennt man natürlich auch von Alkohol, dass halt manche Leute auch, ich sag mal, enthemmt und aggressiv werden. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wenn der Pilz nicht gut dekarboxyliert ist, auch Krampfanfälle. Wir haben dann so ein bisschen Musik gehört und ich habe dann einfach mal meine Augen geschlossen und das war richtig verrückt, was dann passiert ist. Wenn man die Augen so zumacht und die Musik hört, dann geht im Kopf echt richtig was ab. Erst hatte ich nur so was Weißes, so Farben, die so ein bisschen hin und her geschwebt sind und dann sind daraus irgendwann irgendwelche Muster geworden und dann hat sich das so immer weiterentwickelt. Am Ende war ich dabei, dass irgendeine künstliche Intelligenz da war, die sich so selber gebaut hat. Da habe ich drüber nachgedacht, ob irgendwann, wenn sich alle künstlichen Intelligenzen bauen, irgendwann es halt nur noch künstliche Intelligenzen auf dem Planeten gibt, weil gar kein Platz mehr ist für irgendwas anderes. Das waren gerade meine letzten 5 Minuten. Ich kann relativ klar so sein, aber ich finde, gerade wenn man sich hinlegt, die Augen zumacht, kann man sich unfassbar tief fallen lassen. Mit Augen zu kann ich die Musik praktisch sehen, als so ein sich veränderndes Gebilde. Das Problem ist, wenn man jetzt eine bestimmte Dosierung nimmt, man weiß ja nicht, wie stark die sind. Und da kann es dann halt mal sein, dass diese bei dem einen Mal die 5 Gramm eher nur so eine ganz leichte Wirkung haben, wo man vielleicht sich ganz leicht so entspannt fühlt und dann einfach gut schläft. Aber es könnte halt auch sein, dass sie schon wesentlich stärker wirken bei einem anderen Mal. Es gibt schon auch Leute, die halt so hoch dosiert haben, dass sie dann richtig wie ein Blackout hatten. Also das gibt da schon durchaus Gefahren, wenn man sehr, sehr hoch dosiert, dass es halt zu intensiv werden kann. Dann haben wir gemerkt, dass wir alle so einen gewissen Bewegungsdrang haben. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen raus in die Nacht, eine kleine Nachtwanderung. Kann man sich erstmal irgendwelche Sterne angucken.
da kann ich mich jetzt auch voll drauf einlassen. Beim Laufen hat sich das irgendwie so angefühlt, als würde ich von alleine laufen. Also ich habe meine Beine gar nicht mehr gemerkt und alles hat sich so richtig leicht angefühlt. Der ganze Körper war so ganz entspannt und leicht. Es fühlt sich an, als wenn wir fliegen. So. Die Beine sind halt fast, fühlen sich fast an wie Federn. Gerade fühlt es sich gut an, einfach nur rumzulaufen, einfach durch die Gegend zu laufen. Wir haben kein konkretes Ziel und es fühlt sich so leicht an. Das ist wirklich ein verrückter Zustand. Wir hatten zwar so ein Licht dabei, aber das Licht war irgendwie auch ein bisschen nervig. Deswegen haben wir das irgendwann ausgemacht und sind dann einfach in den dunklen Wald reingegangen. Das habe ich so auch noch nie erlebt, einfach so komplett durch einen dunklen Wald zu laufen. Und auch da beim Laufen bin ich wieder in so einen Rhythmus gekommen und bin wie von alleine gelaufen und habe mich irgendwie teilweise gefühlt, als wäre ich so ein kleines Heinzelmännchen oder so, was so eine Aufgabe hat und einfach so durch den Wald marschiert. War schon verrückt. So, erstmal wieder in die Wärme. Und dann haben wir uns erstmal wieder bequem gemacht, haben uns hingelegt und haben wieder Musik gehört und einfach ja, der Musik gelauscht, das Ganze wahrgenommen. Was ich auf jeden Fall auch krass finde, ist, wenn man irgendwas anfängt, dann will man das die ganze Zeit weitermachen, also vor allem beim Essen. Ich habe jetzt hier gerade angefangen, irgendwelche Nüsse zu essen und ich kann nicht mehr aufhören. Ich kann jetzt die ganze Zeit weiter essen. Also wenn man so auf eine Sache fokussiert ist, dann ist das die Sache, für die man gerade existiert. Wenn ich so die Augen zugemacht habe, dann war ich auf einmal in so voll dem entspannten Zustand und das hat sich fast so angefühlt, als würde ich schlafen. Also wenn ich die Augen aufmache, bin ich so voll wach und so voll klar da. Aber wenn ich die Augen zumache, kann ich sofort einschlafen und glaube auch ganz gut. Entspannen. So ein komischer Zustand. Ist man hyperwach und halb einfach im Schlaf. Man schläft ja gar nicht richtig, aber man ist irgendwie so in so einem Dämmerzustand, der ganz angenehm ist. Ja, voll. Als würde man so einen Schalter umlegen. So entweder komplett schlafen oder so komplett hellwach. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich manchmal so kleine Pseudo-Halluzinationen habe. Also nicht nur, wenn ich die Augen zumache, sehe ich was, sondern auch, wenn ich irgendwo hinschaue, passiert es manchmal, dass sich dann da so kleine Sachen irgendwie bewegen. Und ich habe das Gefühl, dass man schon auch ein bisschen so selbstbewusster und selbstsicherer ist. Weil das habe ich auch vorher gelesen, dass das so sein sollte. Und ich habe schon das Gefühl, dass das stimmt, dass man da irgendwie sich selber so ein bisschen anders fühlt. Also es ist echt so der Mischzustand aus voll wach und voll Schlaf. Mhm. Und dann noch so ein mit reingemixt, sowas wie sehr starke Vorstellungskraft. Also sowohl das Hören draußen in der Dunkelheit, als auch der Geschmack bei den Chips oder bei der Schokolade oder allem, Blaubeeren. Das wird super intensiv. Also alles, was man macht, wird intensiv. Man kommt in so einen Flow-Zustand. Genau. Bei egal, was man macht, sei es Laufen, sei es Essen, sei es irgendwie Musik hören und sich dabei was vorstellen. Was natürlich auch so das Ding ist, dass man schon noch voll klar ist. Man weiß, wer man selber ist. Man weiß, okay, diese Wirkung ist gerade da, weil man eben einen Fliegenpilz getrunken hat. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie komplett abdreht und kein Gefühl mehr für sich selber hat oder so. Und dann sind wir eigentlich schon allmählich ins Bett gegangen. Jetzt geht's in den letzten Teil des Trips, in die Nacht. Bin sehr gespannt, ob es wirklich so krass ist, wie alle sagen, und ob ich mich an irgendwas erinnern kann oder ob ich jetzt einfach ganz normal schlafe. Gute Nacht. Ich bin dann eigentlich relativ gut eingeschlafen und habe wirklich wie ein Stein geschlafen. Ich war einfach komplett weg und bin dann wirklich erst am nächsten Morgen wieder aufgewacht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht besonders krass geträumt oder kann mich jetzt an keinen super krassen Traum erinnern. Aber ich habe auf jeden Fall gut geschlafen, tief und fest. Ich konnte mir das ja vorher so gar nicht vorstellen. Und irgendwie war der Trip jetzt auch ganz anders, als ich gedacht habe. Also ich habe halt gedacht, dass man direkt voll müde wird und dass es halt voll viel um den Schlaf geht. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht so. Also das war schon ein sehr aktiver Trip. Ich war entspannt, hatte gute Laune, habe mich klar und wach gefühlt. War auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Also der Fliegenpilz ist zwar giftig, aber mit der richtigen Zubereitung kann man damit tatsächlich einen Raum
Rausch erleben. Wenn man sich aber nicht gut genug damit auskennt, dann kann dabei auch eine Menge schief gehen. Und ganz wichtig, jeder Trip ist anders. Das heißt, meine Erfahrungen kann man nicht so einfach übertragen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ob ein Fliegenpilzrausch denn mit Magic Mushrooms vergleichbar ist. Ich würde sagen, nein, weil einerseits fehlt so ein bisschen dieser psychedelische Effekt und Fliegenpilze sind auch viel weniger visuell. Wenn ihr sehen wollt, wie Magic Mushrooms wirken, dann schaut euch dieses Video von mir an. Und wenn ihr mehr über Pflanzen und Pilze lernen wollt, dann schaut unbedingt mal bei Buschfunkistan vorbei. Vielen Dank auch nochmal an BookBeat für die Unterstützung bei diesem Video und bis zum nächsten Mal.